Das Erlebnis des Tischlers Jossi in dem wunderlichen Hotel P. Eine Erzählung in drei Zimmern. Kapitel 5: Der nulläugige Wanderer. Jossi kehrte ratlos zu dem Bagger in der Mitte des Platzes zurück und rief den Pagen hinauf. Du kannst Schluss machen. Sie sind alle weg. Was sollen wir tun? Fragte der Affe, indem er den Motor abstellte und sich von seinem Sitz herabließ. Warten, bis es wieder Tag wird? Ich hab Hunger, brummte Jossi. Außerdem ist mir hier nicht geheuer. Machen wir uns besser davon. Den Fußpfad zu finden, von dem ihm der Arbeiter erzählt hatte, war nicht schwer. Gleich am Rande der Grube begann er und führte an den letzten Fassaden der Vorstadt vorüber einem finster schwelenden, unerschließlichen Horizont entgegen. Er war ganz mit weißen, blattgroßen Kieseln bedeckt und soweit das Licht der Laternen reichte, verlief er völlig gerade, wie die Bahn eines Pfeils, ohne jede Kurve oder Abzweigung. Jossi fühlte sich von dem aufgeregten Fortgang der Bauarbeiter stärker beunruhigt, als ihm lieb war. Noch immer hallten die Worte des Fuhrmanns in ihm nach, und sein von Minute zu Minute lauter werdendes Magenknurren tat ein Übriges, um ihn fahrig und nervös zu machen. Da es ihm aber bald zu dumm wurde, stumm vor sich herzuschlurfen und zuweilen ängstlich in die Stille zu horchen, wollte er diesen nächtlichen Spaziergang wenigstens dazu benutzen, sich mit dem Pagen besser bekannt zu machen und sich so womöglich von seiner eigenen Mutlosigkeit abzulenken. »Wir haben uns noch gar nicht richtig vorgestellt«, sagte Jossi und warf einen Seitenblick auf seinen geduldigen Begleiter. »Du heißt also Siegmund, ja?« »Ganz recht«, antwortete der Page. »Und bist Hotelboy«, stellte Jossi weiter fest. »Sind denn alle Angestellten in diesem Haus, ich meine...« Jossi zögerte, weil er fürchtete, den Pagen womöglich zu kränken, wenn er allzu unverhohlen aussprach, was er wissen wollte. »Bitte?«, fragte der Affe. »Deine Kollegen, die anderen Pagen, sind das auch alles?« begann Jossi vorsichtig und kratzte sich am Bart. »Es gibt keine anderen Pagen, die hier arbeiten, außer mir«, entgegnete Siegmund erstaunt. »Jedenfalls habe ich noch keinen kennengelernt.« »Willst du sagen, dass du ganz allein für die Empfangshalle, die drei Zimmer und alle Gäste darin verantwortlich bist?« fragte Jossi. »Das muss aber schrecklich viel zu tun sein. Denn immerhin, du hattest recht. Euer Hotel ist doch sehr geräumig.« Und er wandte sich zurück, um abzuschätzen, wie weit sie die Vorstadt mittlerweile hinter sich gelassen hatten. In der Tat waren die Häuserzeilen bereits in einige Ferne gerückt. Das Laternenlicht zwischen ihnen war kaum mehr als ein trüber Punkt inmitten schemenhafter Umrisse. Und unter dem spärlichen Dämmerschein, den der Nachthimmel über die Landschaft breitete, schimmerte allein der Kiesweg wie ein schmales Bächlein, welches sein Bett mitten durch die Leblosigkeit einer Wüste getrieben hatte. Seit die zwei nämlich zwischen den letzten Häusern hervorgetreten waren, umgab sie eine stumpfe Einöde von Schutt und Sand, in der das zarte Kieselband, auf dem sie dahinschritten, die einzige Spur von Ordnung oder zumindest Regelmäßigkeit war. Eigentümlich war allein, dass der Weg sich in zahlreichen Windungen und Haken durch die Ödnis schlängelte, obgleich Jossi und der Page doch stets geradeaus gewandert waren und die Strecke zu Beginn wie mit dem Lineal gezogen vor ihnen gelegen hatte. »Was hältst du davon?« fragte Jossi den Pagen, und Siegmund antwortete, »Vielleicht kann man jeden einzelnen Schritt geradeaus machen und dennoch am Ende in Schleifen gehen.« Jossi schaute wieder nach vorne, wo der Weg fortlief, ohne sich in der winzigsten Biegung zu verlieren, und sagte, »Aber das hat doch vorhin genauso ausgesehen. Und ich wette, wenn wir ein bisschen weitergehen und uns noch einmal umdrehen, wird sich wieder alles verschoben haben.« Er fasste den Pagen an der Hand, legte ein, zwei Dutzend Meter mit ihm zurück, blickte sich erneut um und tatsächlich. Diesmal formte der Weg, den sie gerade abgelaufen waren, sogar einen vollständigen Kringel auf dem Wüstenboden, enger als die Fährte eines Zirkusponys. Und Jossi empfand eine gewisse Befriedigung darüber, die Merkwürdigkeiten, auf die sie in diesem Hotel stießen, bereits einigermaßen treffsicher vorhersagen zu können.
Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass wir nicht mehr allzu weit vom zweiten Zimmer entfernt sind, erklärte Sigmund. Vermutlich sehen von dort viele Dinge krumm aus, die hier noch ganz gerade zu sein scheinen und umgekehrt. Schon möglich, wog Jossi ab. Aber ich würde es zu gerne miterleben, dass sich der Weg verwandelt. Ich denke, du hast Hunger. Hunger hin, Hunger her, versetzte Jossi. Jetzt will ich das erst anschauen. Aber wie? Sehr einfach, sagte Jossi und war mächtig stolz auf seinen Einfall. Indem ich rückwärts gehe, dann kann ich jeden Augenblick beobachten, wie sich alles dreht und verbiegt hinter uns, ohne etwas davon zu verpassen. Ist das nicht sehr schlau? Der Page schien weniger überzeugt zu sein, lief jedoch gehorsam neben Jossi her, selbst den Kopf nach vorne gerichtet und hielt seinen Freund zur Sicherheit am Hosenbein. Jossi aber setzte langsam einen Fuß hinter den anderen und war fest entschlossen, seinen Blick nicht für eine Sekunde von dem eigentümlichen Pfad abzuwenden, der sie durch die Wüste führte. Auch als das Zerren an seinem Hosenbein stärker wurde, wollte er sich nicht von seiner Erkundung ablenken lassen, und erst nachdem Sigmund sich mit ganzem Gewicht an sein Knie gehängt hatte und ihm auf die Wade trommelte, hielt er inne. »Halt, Jossi, halt!« »Was ist denn los?« fragte Jossi verwundert und zugleich unwirsch über die Störung. »Musst du mir da am Bein kleben? Ich hatte fast...« »Du bist vom Weg abgekommen.« »Unfug«, rief Jossi aus. »Ich bin schnurgerade gelaufen.« »Bist du nicht?« widersprach der Page, ohne Jossis Wade loszulassen. »Sieh doch selbst, wo du mittlerweile ausgekommen bist.« Jossi guckte zu seinen Sandalen hinab und musste feststellen, dass sie tatsächlich mitten im Schutt standen, ja, dass sie allmählich darin einzusinken begannen. Der Sand unter seinen Sohlen war in Bewegung geraten, quoll seitwärts um seine Füße auf und sickerte ihm bereits zwischen den Zehen hindurch, sodass Jossi erschauderte und hastig zurück auf den Kiesweg sprang, um das Gekörne schleunigst abzuschütteln. »Ist ja ekelhaft«, stieß er hervor und begann eine peinliche Reinigungsprozedur, in der er sich von jedem Krümelchen zu befreien suchte. »Hast du jetzt genug von deinen Experimenten?« »Überhaupt nicht«, erklärte Jossi verdrossen. »Ich bin der Sache auf der Spur.« Er bückte sich hinab und nahm einen der Kiesel vom Boden, um ihn blank zu reiben und eingehend zu untersuchen. »Es hat mit diesen Steinen zu tun«, verkündete er. »Wahrscheinlich können sie laufen.« In diesem Moment tat es direkt vor seiner Nase einen fürchterlichen Schlag, dass ihm die Splitter nur so um die Ohren flogen und er selbst betäubt hinüberkippte. Irgendetwas war um Haaresbreite vor seinem Gesicht herabgezischt und hatte sich dann mit Wucht in den Kiesgrund gerammt, wo es jetzt noch vernehmlich stocherte und rumorte. Dazu keifte eine rostige Stimme: »Was hast du da? Hast du ihn gefunden? Gib ihn her!« Und Jossi spürte, wie jemand zwischen seinen Füßen scharrte und hastig die Steine umwühlte. Als er allmählich die Hände vom Gesicht zu nehmen wagte, wurde Jossi eines schwarz ummantelten Wesens ansichtig, das noch halb unter dem Wüstenschutt vergraben war und sich nun röchelnd und pfeifend auf den Kiesweg robbte. In der rechten Hand hielt es einen knorrigen Wanderstab, mit dem es sich aus dem Geröll emporstemmte, während es mit der linken fiebrig einen Kiesel nach dem anderen auflas, gegen seine Stirn presste und prüfend in den Mund steckte, ehe es ihn verächtlich fortwarf. »Das ist er nicht, das ist er auch nicht«, grummelte es dazu. »Alles ganz normal, so wie all die übrigen, nichts Besonderes.« Unterdessen wurde das Wesen zusehends unduldsamer. Und als es sich schließlich vollständig aus dem Wüstenschutt an Land gezogen hatte, schleuderte es die verbliebenen Kiesel vor sich auf den Boden und zertrümmerte sie fluchend mit seinem Wanderstab. »Elendes Pack! Elendes Zeug! Euch werde ich's zeigen!« Dann holte es rasselnd Atem, lehnte sich auf den Stab und glotzte unter seiner Kapuze her unbestimmt in Jossis Richtung. Der Schreiner kauerte sich ängstlich zusammen und starrte mit klopfenden Schläfen zurück, während der finstere Kopf des Ungetüms langsam hin und her schwenkte und zu ihm herüberschnüffelte. »Du bist noch da, was?« grunzte es hinterhältig. »Ich habe dich verfehlt, wie?« Es tapste ein wenig näher, sodass Jossi zwischen den Kapuzenfalten hindurch einige Züge seines vernarbten Antlitzes erkennen konnte und endlich begriff, dass er es keineswegs der Gutmütigkeit des Ungetüms zu verdanken hatte, wenn er von seinem Hieb vorhin verschont geblieben war,
sondern vielmehr der Tatsache, dass das Wesen keine Augen besaß und nichts als zwei leere Höhlen in seinem Gesicht trug. Na komm, sei brav. Sag mir, was du gefunden hast. Gib es mir, säuselte der Wanderer und fuhr suchend mit seiner Hand durch die Luft, um Jossi am Schopf zu packen. Ich weiß, dass du dich hier versteckst. Also zeig mir, was du bei dir hast, und ich werde dir nichts tun. Jossi fürchtete sich mit dem leisesten Knirschen zu verraten und ahnte, dass das Ungetüm ihm auf dem Kiesweg nach Gehör folgen würde, um seiner habhaft zu werden, falls er versuchen sollte, davonzulaufen. Und gar über den Wüstenschutz zu fliehen, wäre Jossi gar nicht erst in den Sinn gekommen. Das bemantelte Wesen schien sich darin wie ein Krokodil zu bewegen und hätte ihn womöglich bald schon am Knöchel erwischt und hinab in die Tiefe gezerrt. Hoho, wen haben wir denn da? Der Wanderer hatte den Pagen zu fassen bekommen, der sich ebenso stumm wie Jossi zu verkriechen gesucht hatte, hob ihn am Kragen in die Höhe und beschnupperte ihn. Nun, du halbe Portion, jetzt sag mir, was dir einfällt, von meinen Schätzen zu stehlen. Na, wird's bald. Sigmund war es in seiner Lage sichtlich unbehaglich. Er hing in den Ärmeln seiner Uniform, strampelte hilflos um sich und quiekte. Aber es war doch nur ein Stein, nur ein Kieselsteinchen. Raus mit der Sprache, knurrte der Wanderer und rüttelte ihn durch. Was war mit dem Steinchen? Ich hab doch gehört, wie du gesagt hast, dass es laufen kann. Nein, nein, konnte er nicht. Was für ein Unfug, gellte Sigmund. Aber der Wanderer klopfte ihm ungerührt mit dem Stab auf den Hosenboden und sagte, gib mir das Steinchen, du kleiner Strauchdieb. Gib's mir sofort oder ich walge dich durch, dass du es dein Lebtag nicht vergisst. Da fasste sich Jossi endlich ein Herz, griff nach dem nächstbesten Kiesel auf dem Weg und streckte ihn dem Ungetüm entgegen. Da hast du ihn in drei Gottes Namen. Nun nimm ihn auch und lass uns in Frieden. Der Wanderer stutzte und nahm von neuem Witterung auf, indem er seine Nasenflügel flattern ließ. Ach so, ihr seid zu zweit gekommen, flüsterte er misstrauisch und klemmte sich seinen Wanderstab unter die Achsel. Na schön, soll mir auch recht sein. Also, wo hast du ihn? Her damit! Er grapschte den Stein aus Jossis Hand, roch aufmerksam daran, leckte mit der Zunge darüber und bekaute ihn sogar mit den Backenzähnen. Gleich darauf wurde seine Miene aber noch düsterer, als sie es ohnehin schon war, bis seine leeren Augenhöhlen das Licht des Nachthimmels herabzusaugen und es in einem pechschwarzen Strudel zu verschlucken schienen. »Der kann genauso wenig laufen wie die anderen«, gurgelte das Ungetüm und presste seine Hand um den Stein. »Und selbst wenn er es könnte, was sollte mich daran hindern, ihn in die Tasche zu stecken? Was?« Daraufhin hielt es die geschlossene Faust vor seine Brust, drückte einmal fest zu und ließ die Überreste des Kiesels, ein paar erbsenkleine Bröckchen, über seinen Mantel rollen. Der Page war bei dieser Darbietung ohnmächtig geworden, baumelte schlaff in der erhobenen Pranke des Wanderers und glitt langsam aus seinem Jackett. Jossi schaute dabei ratlos zu, wie sich der Wanderer die Finger an seiner Kapuze abwischte und fragte ihn, »Natürlich, wieso sollte man ihn nicht einstecken können?« »Wegen der zweiten Prophezeiung«, entgegnete der Wanderer, »jener, für die ich mein rechtes Auge verlor.« Jossi gab sich der vagen Hoffnung hin, dass das Ungetüm, solange es sprach, nicht nach seinem Wanderstab greifen würde, den es noch unter der Armbeuge trug, und dass es, solange es den Wanderstab nicht in der Hand hatte, sie auch nicht damit erschlagen konnte. Also beschloss er, die bedrohliche Erscheinung am Reden zu halten, zumindest bis Sigmund wieder zu sich kommen würde, und sagte in einem ebenso aufmerksamen wie ehrerbietigen Tonfall, »Aber was für eine Prophezeiung war das denn? Erzähl nur!« Das Wesen rieb sich am Hals, wandte sein blindes Antlitz hinaus in die Wüste und atmete von dem Wind, der über den Kiesweg wehte. »Schau an, schau an. Du hast gelernt, die Frage zu stellen. Dann bist du dem Narren also schon begegnet, wie?« Und obgleich das Blasen kräftiger wurde und die Böen seine Kapuze wie ein Segel blähten, senkte der Wanderer seine Lider um kein Haar breit und ließ zu, dass der Wind in seine leeren Augenhöhlen drang und sie ganz leise zum Singen brachte, ein fernes, silbriges Pfeifen wie der Klang einer Rohrflöte.
Einst lebte ich hier draußen in der Einöde, wo alles gleich ist und es nichts Festes gibt, begann der Wanderer und deutete mit matter Geste über die Landschaft. Ich nährte mich von den Körnern und Kromen der Wüste und schlief des Nachts in meinen Mantel gehüllt, tief unter dem Sand. Bis ich eines Abends, als ich schon vor mich hindämmerte und in die Erde einsank, eine Stimme vernahm, die zu mir sprach: Willst du nicht fort von hier, Wanderer? Willst du nicht fort von dieser Stätte, wo alles gleich ist und es nichts Festes gibt, und an einen Ort gelangen, an dem du die Welt hart und kühl in deinen Fingern fühlen könntest? Und ich antwortete: O, gewiss will ich das. Aber verrate mir doch, du Unbekannte, wo dieser wundersame Ort liegt, an dem ich mein Haupt auf sicheren, starken Grund betten und einschlummern dürfte. Wenn du morgen früh erwachst, Wanderer, sprach die Stimme daraufhin, so grabe dich an die Erdoberfläche und wende deine Schritte nach Norden, bis du an eine Stelle gelangst, wo die Macht der Wüste von einem strengeren Band bezwungen wird. Wie aber soll ich wissen, ob ich angekommen bin, fragte ich verwundert, denn ich kannte nichts anderes als die Wüste, und werde ich mein Ziel nicht verfehlen? Da lachte die Stimme und sprach: Geh nur immer geradeaus, dann wirst du finden, wonach du dich sehnst, und merke dir, Wanderer, das Wort dafür ist Stein. Darauf fiel ich in Schlaf und vergaß alles um mich her. Als ich aber am nächsten Morgen erwachte und aufbrechen wollte, da hatte ich mein linkes Auge verloren. Siegmund war mit einem Schwups aus seinen Ärmeln gerutscht, und Jossi konnte ihn gerade rechtzeitig auffangen, ehe er auf den Kiesweg geschlagen wäre. Der Wanderer schien von diesem Vorgang nichts zu bemerken, hielt sich die leere Jacke des Pagen vors Gesicht und tupfte seine vernarbten Wangen damit ab, auf denen sich zwei Tränen gezeigt hatten und nun langsam von Furche zu Furche abwärts dröppelten. »Ich grub mich aus der Erde und ging los«, berichtete er weiter. »Auch wenn ich nicht recht an jenen märchenhaften Stein glauben mochte, von dem die Stimme gesprochen hatte. Und so marschierte ich lange, sehr lange, ohne etwas anderem zu begegnen als Sanddünen und Klumpen aus bröselndem Kalk. Einmal stieß ich auf das Gerippe eines verendeten Pferdes und dachte, als ich seine bleichen Knochen sah, ich wäre an meinem Ziel angelangt. Aber nachdem ich sie berührte, brachen auch sie augenblicklich entzwei, und das Skelett zerfiel unter meinen Fingern und vermengte sich spurlos mit dem Sand, bis seine Teile nicht mehr zu unterscheiden waren. Dann erblickte ich eines Tages in der Ferne einen feinen weißen Streifen, der über der Wüste lag, und lief mit pochendem Herzen darauf zu. Es war weiter dorthin, als ich erwartet hatte, und wie rasch ich der Linie auch entgegeneilte, ich erreichte sie erst am Abend, als sich schon der Halbmond über mir erhob. Und da fand ich, dass ich auf lauter kleinen, runden Dingern zu stehen kam, die mich zu tragen imstande waren, als ich meinen Fuß auf sie setzte, und die mich über der Wüste hielten, in der sonst alles im Nu versinken muss. Ich nahm einen dieser wundersamen Gegenstände in die Hand und streckte ihn gegen das Mondlicht. Dann fuhr ich über seine scharf gezeichneten Kanten und stellte fest, dass sie, statt zu zerbröckeln, der Berührung meiner Finger standhielten und ihre Konturen fest und unbestechlich bewahrten. Ich wurde mutiger, klopfte und kratzte an meinem Fund, warf ihn von einer Hand in die andere und schlug ihn mit meinem Stab in die Höhe. Als er auch all das unbeschadet überstand, war ich mir endlich gewiss, dass meine Suche von Erfolg gekrönt war und ich den Stein gefunden hatte, der mir versprochen worden war. Und ich jubelte und tanzte vor Glück unter dem Halbmond und brüstete mich, nun auch die Erde und den Himmel in meinen Händen halten zu können.
Die leeren Augenhöhlen des Wanderers hatten sich bis zum Rand mit Wasser gefüllt, so dass das Pfeifen des Windes darin zu einem feinen Sprudeln wurde und schließlich zu einem Gezwitscher und Getriller, nicht unähnlich dem einer Nachtigall. Sigmund, der noch ohnmächtig in Jossis Armen lag, lächelte im Traum zu diesen Tönen, schmatzte und kuschelte sich an Jossis Brust, während der Wanderer Sigmunds Jacke schon ganz wie einen Schwamm durchnässt hatte, so troff und floss es von seinen Backen herab. Aber ach, meine Freude war nur von kurzer Dauer. Irgendwann musste ich erkennen, dass ich nicht gewonnen hatte, worauf ich hoffte. Denn als ich mich niedersetzte auf den Weg und die vielen, vielen anderen Kiesel um mich her betrachtete, fragte ich mich, warum nicht ebenso gut einer von ihnen der gesuchte Stein sein könne, statt ausgerechnet dieses einen, der mir als erster in die Hände gefallen war. Und schon erschien mir der weiße Brocken, den ich gefunden hatte, trügerisch und falsch, und ich nahm den nächsten an mich, um ihn auf die gleiche Weise zu prüfen. Wiederum staunte ich über seine Ebenmäßigkeit und Härte. Doch verblasste dieser Eindruck rasch, als ich ihn lange genug beschaut hatte und sich nichts Neues daran entdecken ließ. Und so erging es mir mit jedem weiteren Kiesel, den ich auflas. Wenn ich ihn anfangs berührte, war er ein unschätzbares Geheimnis, das ich mir anvertrauen wollte. Aber gleich darauf verstummte und erstarb er in meinen Fingern und war meiner eigenen Haut ähnlich geworden. Bis mich der Zorn packte und ich vor Verzweiflung mit meinem Stecken auf den Kiesweg einprügelte und ihn verwünschte. Und siehe, unter meinen Schlägen zerbrachen die Steine. Und ihre Splitter verstreuten sich und verschwanden im Wüstensand, als hätten sie sich nur für kurze Zeit zu einem Trugbild daraus zusammengefügt. Fortan aber war mir dieser Weg verhasst, und ebenso alles, was sich darauf bewegte, sprach der Wanderer, und Jossi sah mit Beunruhigung, dass der Blinde wieder nach seinem Stab griff und die Faust um sein knotiges Ende schloss. »Aber erzähl doch bitte weiter«, ermunterte Jossi ihn, während er sich bemühte, Sigmund durch leichtes Zwacken und Tätscheln aufzuwecken. »Es war bisher unglaublich aufregend, und nun bin ich gespannt auf die Geschichte mit der zweiten Prophezeiung.« Aber Sigmund kicherte nur leise im Schlaf, schnappte unvermittelt nach einem Träger von Jossis Latzhose und biss sich darin fest. »Die zweite Prophezeiung«, sagte der Nulläugige und polierte mit Sigmunds Jacke seinen Wanderstab, erhielt ich noch in derselben Nacht, als ich zum ersten Mal in meinem Leben unter freiem Himmel ruhte, ohne ins Herz der Erde hinabzusinken. Wieder hörte ich eine Stimme, die lachte über mich und sprach, »Ach Wanderer, wenn du nur die Hoffnung fahren lassen könntest, eines Tages deinen Schatz zu finden und ihn für immer in die Tasche zu stecken. Du wirst vielleicht etwas viel Schöneres finden. Aber du wirst es auch nicht in die Tasche stecken können. Und am nächsten Tag, mit dem Morgengrauen, stand ich auf von meinem steinigen Lager und hatte kein Auge mehr.« Wie Jossi auch zerrte und den kleinen Affen kitzelte, er bekam seinen Hosenträger einfach nicht aus dem Mund des Pagen zurück, der zwar durch seine geschlossenen Zahnreihen herzlich gibbelte, aber umso weniger von dem Riemen herausrücken wollte. »Darum, wer immer sich auf meinem Weg herumtreibt«, sagte der nulläugige Wanderer, »der ist übel beraten, etwas davon fortzunehmen.« »Willst du jetzt endlich loslassen?« rief Jossi unbeherrscht und versuchte mit Gewalt Sigmunds Kiefer auseinanderzubiegen. Der Wanderer aber horchte bei diesen Worten auf und wandte sich schnüffelnd herum. »Ah, was habt ihr denn da? Zeigt her, zeigt her!« »Nichts«, beeilte sich Jossi zu sagen. »Gar nichts.« »Gar nichts, wie?« raunte der Wanderer und tastete mit seinem Stab nach Jossis Fuß. »Ihr lügt doch. Ihr versteckt da was. Ich habe genau gehört, wie du gesagt hast, er soll es loslassen. Also, was ist es? Her damit!« Und das Ungetüm hatte sich über die zwei herabgebeugt, dass das Wasser aus seinen leeren Augen dem Pagen auf die Stirn plätscherte. »Es ist nichts, überhaupt nichts«, versicherte Jossi und schaute zu, wie sich der Wanderstab drohend über seinen Kopf hob.
Jedenfalls nichts von Bedeutung. So, machte der Wanderer. Das werden wir ja sehen. Gib's mir. Tja, es ist... Es war... schluckte Jossi verzagt. Es waren eigentlich nur zwei Federn. Zwei Federn? Ja, sagte Jossi und kramte in seiner Brusttasche. Wir haben sie vorhin auf dem Kiesweg entdeckt. Sie lagen plötzlich vor uns, einfach so. Eine große und eine kleine. Der Wanderer ließ sich die beiden Federn des busfahrenden Raben in die Hand drücken und murrte. Ja und? Wozu sollen die gut sein? Zum Fliegen natürlich, sprach Jossi. Wozu wohl sonst? Zum Fliegen sind die Federn da, zum Lausen ist das Affenhaar, zum Schwimmen sind die Schuppen, der Rest reimt sich nicht, sang Sigmund im Schlaf und hatte sich schon wieder in Jossis Hosenträger verbissen, ehe dieser auf die Idee gekommen war, den Riemen zwischen den murmelnden Lippen des Pagen hervorzuziehen. Aber wie? Wie fliegt man damit? Fragte der Wanderer, der sich mit den Federn zweifelnd über den Handrücken pinselte. Gerade so, wie es die Vögel auch machen, erwiderte Jossi. Nimm jeweils eine davon und schlag mit beiden Armen auf und nieder, so fest du kannst. Machte der Wanderer, gab Sigmunds Jacke zurück und steckte sich den Stab noch einmal unter die Achsel. So richtig? Fragte er und wedelte unschlüssig mit den Federn herum. Fester, viel fester, sagte Jossi. Brummte der Wanderer wieder und rüttelte nun ein wenig stärker. Besser? So gibt es nie etwas, behauptete Jossi kopfschüttelnd. Leg doch erst einmal diesen dummen Stock beiseite. Meinst du? Den Stock? Wieso? Na, weil er stört. Mit diesem Ding unterm Arm kannst du doch niemals anständig durchschwingen. Also, weg damit. Mag sein, sagte der Wanderer skeptisch. Allerdings... Willst du es nun lernen oder nicht? Falls nein, sag es lieber gleich. Dann nehmen wir unsere Federn wieder mit und du kannst sehen, wo du bleibst. Einverstanden? Ja doch, schon gut, schimpfte der Wanderer und ließ seinen Stab fallen. Nur nicht gleich so hitzig. Also wie war das jetzt? Er führte seine weit ummantelten Arme in den großartigen Zügen eines Adlers auf und nieder, wozu er beträchtlich pustete und seine pockige Nase vorstreckte, wie um schon den Luftzug spüren zu können. Gut so? Nicht schlecht, gar nicht übel, erwiderte Jossi und langte nach dem Stecken des Wanderers. Du musst aber noch kräftiger damit werden. Leicht gesagt, stöhnte das Ungetüm und verstärkte seine Anstrengungen, während Jossi sich in aller Eile den schlafenden Pagen mitsamt Jacke wie ein Wickelkind hinter den Brustlatz seiner Hose stopfte. Na, was ist? Sag schon, keuchte der Wanderer, der inzwischen einer Libelle glich, die mit einem Bein im Sirup stecken geblieben ist. Schneller kann ich nicht. Gut, weiter so, ermunterte ihn Jossi. Du bist kurz vorm Abheben. Gerade als das Ungeheuer von seinem eigenen Geflatter zu platzen und in Stücke gerissen zu werden drohte, schleuderte Jossi den Wanderstab so weit in die Wüste hinaus, wie er nur konnte, sprang auf und rannte los, die Werkzeugkiste am Arm und den Affen eng gegen seinen Oberkörper gepresst. Nach ein paar Sekunden hörte er den Wanderer grässlich aufjaulen und den Fliehenden eine Reihe finsterer Flüche und Verwünschungen hinterdrein brüllen. Im Vorwärtshetzen schielte Jossi über seine Schulter und erblickte, wie sich das Ungeheuer kopfüber in den Wüstensand stürzte, einige Meter entfernt wieder auftauchte und sich mit mächtigen, delfinhaften Sprüngen auf seinen Stock zuarbeitete, welcher dort zur Hälfte vergraben im Schutt stand. Es brachte die Strecke beachtlich schnell und zielstrebig hinter sich, sodass Jossi seinen Schritt noch einmal beschleunigte. Gut laufen war auf den Kieseln allerdings nicht, schon gar nicht in Sandalen. Die Werkzeugkiste und der ohnmächtige Affe, der vor seiner Brust hing, erschwerten es zusätzlich. Und als Jossi bei einem erneuten Umwenden erkannte, dass der Wanderer seinen Stecken bereits erreicht hatte, ihn sich zwischen die Zähne schob und unverzüglich kehrt machte, um sich mit denselben gewaltigen Sätzen in Richtung Kiesweg zurückzuschwingen, erwog er, ob er dem Ungetüm seinen Prügel vorhin nicht besser über die Kapuze gezogen hätte, um es zumindest vorübergehend unschädlich zu machen, statt sich auf dieses ungleiche Wettrennen einzulassen. So aber verringerte sich der Abstand zwischen den Flüchtenden und ihrem unheimlichen Verfolger zusehends. Der Wanderer hatte den Weg zum Fußpfad, der im Rückblick wieder in zahllose Schleifen und Kurven gebunden war, geschickt abgekürzt, schwang sich wie ein Amphibium, das aus dem Wasser gleitet, ans Ufer und begann den beiden heulend hinterher zu stampfen.
dass er dabei nach wie vor mit den Federn schlug, was das Zeug hielt, wäre Jossi vielleicht sehr dümmlich vorgekommen, wenn er nicht festgestellt hätte, dass die Sohlen des Wanderers den Grund tatsächlich nur noch flüchtig streiften und das blinde Wesen drauf und dran war, sich in die Lüfte zu erheben. Da graute es Jossi vor dem nulläugigen Ungeheuer, das er sich auf den Fersen wusste. In seiner Not griff er nach den beiden Bauarbeiterhelmen, die sie von dem Vormann aus der Grube bekommen hatten, und zog sie sich selbst und dem Pagen im Weiterlaufen hastig über die Köpfe. Aber dies konnte seine Angst vor dem fulminanten Stockhieb, den er immer unausweichlicher vorausahnte, nur um ein weniges lindern. Der Zug der auf- und niederrasenden Ärmel wurde spürbar. Das Knarren, mit dem die Gebissleisten des Wanderers seinen Stecken umfasst hielten, war deutlich zu vernehmen. Und Jossi gewahrte verzweifelt, dass sich bereits der Himmel über ihm verdüsterte, als er auf einmal mit einem raschen Haken einer riesigen Kaktee ausweichen musste, welche unvermutet mitten auf dem Kiesweg vor ihnen aufgetaucht war. Zwar gelang es dem bepackten Schreiner, ohne mit den stacheligen Ballen des Gewächses in Berührung zu kommen, haarscharf daran vorbeizurennen. Unmittelbar danach aber keilte sich die wild hin und her schlenkernde Werkzeugkiste zwischen seine Schienbeine, er verlor das Gleichgewicht, schlug der Länge nach hinten und blieb in Erwartung eines fürchterlichen Streiches am Boden liegen. Er hatte indessen nicht bedacht, dass der nulläugige Wanderer vor dem plötzlichen Hindernis auf ihrem Kurs noch weniger gewarnt sein konnte als er selbst. Tatsächlich hatte das blinde Wesen es nur seiner ausreichenden Flughöhe zu verdanken, dass es nicht frontal dagegen schoss und stattdessen knapp zwischen den beiden dornbewehrten Hauptstämmen hindurchglitt, in welche sich die Kaktee ab der Hälfte aufteilte. Als es genau dort jedoch einen seiner wuchtigen Ärmelschläge tat, wurde sein Mantel von einigen Stacheln erfasst, mit denen die Pflanze über und über bedeckt war. Der Stoff zog sich augenblicklich straff, es gab einen satten Knall wie bei einem überspannten Bootstau und mit einem vehementen Ruck wurde das Ungetüm erdwärts gerissen, dass es verdutzt seinen Stock aus den Kiefern fahren ließ und im nächsten Moment schepternd herniederpardauzte. Dann war zunächst einmal Ruhe. Noch lag Jossi auf seinen schmerzenden Knochen und stellte sich tot, als es an seiner Brust zu krabbeln und zu wühlen begann und er wusste, dass Siegmund aufgewacht war. Angstvoll lauschte der Schreiner, was das gestürzte Ungeheuer von sich geben würde. Ein paar Kiesel knirschten aneinander und dazu ertönte ein hohles Wimmern, während der Wanderer sich langsam wieder aufzurichten schien. Jossi war klar, dass er nicht mehr die Kraft hatte, um das Rennen fortzusetzen. Er würde ganz still liegen bleiben, was auch geschah, und hoffen, dass ihr Verfolger an ihnen vorbeilief, wenn nur Siegmund nicht so viel Lärm gemacht hätte, während er sich hinter Jossis Latz hervorwuselte und ihm auf die Schulter kletterte, um sich umzusehen. Aus dem Gewimmer des Wanderers war nun ein hilfloses Schluchzen geworden, das hin und wieder von einigen unverständlich gebrabbelten Worten unterbrochen wurde und vom Hochschniefen einer verträhnten Nase. Als sich weiter nichts ereignete, ließ Jossi endlich seinen Helm los, den er sich fest über den Schädel gedrückt hatte, und setzte sich vorsichtig auf. Er hatte erwartet, den Wanderer reichlich ramponiert nach seinem Stab tasten zu sehen, um ihnen erneut nachzusetzen. Doch bot sich dem Pagen und ihm ein völlig anderes Bild. Der Wanderer stand mit offenem Mund vor der Kaktee, die ihn da aus der Luft geholt hatte, und wollte sie berühren. Aber kaum, dass er seine gegerbten Finger nach ihr ausgestreckt hatte, als er sich schon einen Dorn einfing und winselnd zurückschreckte. Er leckte sich den wehen Daumen, konnte jedoch nicht von der unbekannten Pflanze ablassen, spannte seine Arme um sie und legte die Wange an ihren Stamm. Dann fing er an, zärtlich über ihre Triebe und Äste zu streicheln, wobei er immerfort zusammenfuhr und rief, »Oh, wie soll ich dich nur mitnehmen, wie nur!« und stülpte sogar seine vertrockneten Lippen vor, um sie zu küssen. Jossi erhob sich mit dem Affen auf seiner Schulter und schlich zögernd davon. Auch wenn er längst nicht leise genug dabei war, um unbemerkt bleiben zu können und ständig mit seinen zittrigen Füßen ein paar Kiesel geräuschvoll vor sich her pflügte, machte der Wanderer keinerlei Anstalten mehr, ihnen zu folgen, sondern verharrte in seiner hilflosen Anbetung der Pflanze. Dergestalt ließen Jossi und der Page ihn zurück, unter den üppigen Trieben stehend, die sich von Weitem wie zwei große Schmetterlingsflügel gegen den Nachthimmel ausnahmen,
und die scharf bespickten Konturen des Gewächses mit beiden Händen nachzeichnend. Und sein verstörtes, trauriges Weinen begleitete sie noch ein Stück weit durch die Wüste, bis sie sich vor ihm gerettet wussten. Neben dem Kiesweg, zu ihrer Linken, erschien bald ein prachtvolles, hell erleuchtetes Gebäude in der kargen Landschaft. Eine Freitreppe führte zu einem Portal hinauf, wo gut gekleidete Herrschaften in Fräcken und Pelzmänteln miteinander plauschten und Sektgläser hielten. Über dem Portal waren in blauen Lettern die Worte eingelassen, das zweite Zimmer. Und auf mehreren Pappschildern, die vor den Türen aufgestellt waren, stand zu lesen, heute zum 254. Mal Equus Ethicus, Premiere. Jossi und der Page waren froh, den beschwerlichen Kiesweg verlassen zu können, stiegen die Treppe empor und schoben sich durch die vornehme Gesellschaft zum Eingang des Foyers. Gerne traten sie aus der Wüstennacht in den Schutz und die Wärme des Theaters, das sich das zweite Zimmer nannte, und vergaßen ihre Beklommenheit vor dem nulläugigen Ungetüm, welches nun irgendwo in seiner Einöde vor einer Kakteen stand und sie schluchzend zu liebkosen versuchte.